Hallo, ich freue mich, dass du mich hier auf Golf mit Freude besuchst. Ich möchte dir heute zwei Wege zeigen, wie du deine Ballhöhe bekommen kannst. Ich höre sehr oft, wie Schüler von mir, also die, die nicht so viel Erfahrung haben, wie die sagen, ich bekomme meine Bälle nicht hoch genug. Die bleiben nicht schnell genug liegen. Nur was ich oft sehe, ist Folgendes. Der Schwung sieht ziemlich gut aus und der Ball fliegt zu flach und rollt aus. Dann frage ich, was für einen Schläger hast du? Und oft wird mir Pitching Wedge gesagt. Und es ist oft so, dass diese Schüler die Pitching Wedge oder sogar Eisen 9 für sowas benutzen. Sehe ich, wie sie versuchen, den Ball hochzuheben, dann fallen sie nach hinten, um den Ball hochzubekommen. Muss der Ball hochfliegen, hier ist ein Hügel, hier ist das Gras länger. Aber Pitching Wedge ist hier der falsche Schläger. So, man muss sich trauen, mit dem Sandwich klar zu kommen. So, wenn ich mit meinem Sandwich einen kleinen Pitch, also mit etwas Handgelenk, oder ein Chip ohne Handgelenk, beides würde gehen. Wenn ich mich traue, nach unten zu schwingen, dann ist es wie Magie. Der Ball fliegt höher und bleibt schneller liegen. Der kriegt sogar etwas Backspin. So, da muss man sich einfach trauen, nach unten zu schwingen. Aber nach unten zu schwingen mit einer Verlagerung, mit einer Drehung nach da. Der Kopf bleibt beim Ausholen sehr stabil. Und dann von da, während ich meine Arme senke, bewege ich mich zum Ziel. Mein Ziel ist, nach unten zu schwingen, den Boden zu treffen. Also das war der Weg, den du bestimmt gehört hast. Ich dachte, ich muss es trotzdem wieder sagen, was so viele Golfer wirklich mit dem Pitching Wedge versuchen hochzuschlagen. Aber jetzt kommt was ganz Interessantes. Ich denke, es wird dir gefallen. Nur es gibt verschiedene Sandwiches. Die meisten haben 56 Grad, steht auf dem Schläger. Mein hat 58, so mein hat ein bisschen mehr Loft. Und dann gibt es die Lob Wedges, die meistens um die 60 Grad haben. So, du kannst ruhig mal auch ein 58er oder 60 Grad Sandwich oder Lob Wedge verwenden. Aber ich denke, ein 56, also ein Standard Sandwich, reicht auch, wenn du Folgendes tust. Der große Tipp für heute ist, mach mal einen längeren Schwung, also etwas weit ausholen, etwas weiter durchschwingen, aber du merkst, meine Hände sind ruhig, und verlangsame deine Geschwindigkeit. Eine volle, langsame Bewegung bedeutet einen höheren Ballflug. Wenn du kurz und knackig schwingst, was auch okay ist, dann schießt der Ball so ab. Der geht nicht nach oben. Okay, so wir wollen jetzt, dass ein Ball hochfliegt und weich landet. Und genau das werde ich tun. Schau meine Schulterdrehung an, meine Hände bleiben ruhig. Und der Ball fliegt so schön und landet so weich. Und mein Gewicht ist links, auf der linken Seite. So, die Sonne geht jetzt gerade runter. Ich wünsche dir ein schönes, gutes, kurzes Spiel. Tschüss.